Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von City Skylines hier bei unserer Stadt Philadelphia. Ja, es ging uns ja zuletzt wieder mal um den Verkehr und um zeitgesteuerte Ampeln haben wir uns ja schon gekümmert und wir haben es ja hier auch auf dieser Kreuzung versucht und da gehen wir jetzt mal direkt rein. Das hat allerdings deswegen nicht funktioniert, das hat nichts mit der zeitgesteuerten Ampel zu tun, aber wir hatten ja, wie ihr euch vielleicht erinnert, hier eine Zwischenstraße, die ist einfach nicht möglich. Ja, ich habe zwar versucht, diese Ampel hatten wir ja bearbeitet, habe die nochmal weggenommen und du kannst auch zwei anklicken, dass die sich quasi gleichzeitig schalten, also immer wenn die eine grün ist, ist die andere grün, damit der Fluss ja quasi so weitergeht. Allerdings, das hat jetzt wirklich nicht funktioniert, weil sich das irgendwie hier alles staute. Dann habe ich das, wie gesagt, weggemacht und habe einfach den Verkehr laufen lassen, weil wir haben ja hier eine Straße. Hier können die ja auch herfahren oder sie können hier unten herfahren, wie sie wollen. Also es gibt andere Möglichkeiten und ihr seht, der Verkehr hier läuft sehr, sehr gut. Wir haben hier nochmal eine zeitgesteuerte Ampel hingemacht, haben hier auch die Pfeile jeweils, einen geradeaus, einen nach links, einen nach rechts. Also hier staut sich so ein bisschen zurück, aber ein bisschen Stau gibt es immer. Also von daher wollen wir das da nicht päpstlicher sein lassen. Übrigens, ab und zu fährt ein LKW hier durch, was er ja eigentlich nicht so tun soll. Ne? Das ist ziemlich frech. Aber, ach, da fällt mir ein, da können wir ja sagen, Beschränkung, keine LKWs, sollte eigentlich jetzt funktionieren, dass da keiner mehr durchfährt. Wenn wir noch einen da sehen, das kostet sowas von Strafe, Freundchen. Ja, was habe ich dann noch gemacht? Ich habe aber statt der Straße einen Fußgängerüberweg gemacht oder einen Weg allgemein, damit die Leute, das haben sie nämlich vorher gemacht, die sind nämlich alle hierher gelaufen und dann quasi über diese Geschichte dann ins Gebiet. Natürlich können wir denen das einfacher machen, das ist ja jetzt nicht das Problem. Und allgemein, jetzt alle Kreuzungen sagen, ihr dürft hier nicht rübergehen, ne, ihr seht, die fahren die so oder so platt. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie dann eben nicht so, aber das stockte bei Abbiegen, stockte das schon ab und zu, deswegen muss man da auch mal genauer hingucken. Wo die übrigens alle herkommen, ist auch ganz interessant, teilweise von dem U-Bahnhof und so weiter, geht zur Arbeit und benutzt öffentlichen ÖPNV, meine ich. Das habe ich hier ab und zu gelesen, hier geht nach Hause, wohnt in der Elisabeth-Residenz, also ziemlich weit eigentlich schon noch weg. Ne? Also sie ist jetzt ungefähr hier und läuft darüber, aber das sagte ich ja auch mal, die laufen ja auch sehr viel. Arbeitet im Techniker beim Strumpfreich, also hier vorne, hat aber, und dann gehen wir jetzt nochmal zurück, laut ihren Aussage den ÖPNV benutzt. Und wenn wir mal schauen, wo wir aktuell eine Haltestelle haben, dann könnte ich mir vorstellen, er arbeitet da hinten, oder sie ist es, arbeitet ja hier im Industriegebiet, dann wird die mit der Bahn gefahren sein. Ist hier ausgestiegen und läuft jetzt quasi über diesen Bürgersteig Richtung nach Hause. Warum tut sie das? Weil hier noch kein Bus ist. Ja, also wir müssen das besser anbinden. Wir haben eine U-Bahn-Station zwar hier, aber die ist ja quasi, ja doch, die ist hier angebunden. Ne? Also sie hätte eigentlich auch die U-Bahn bis hier hinnehmen können. Da wäre sie zumindest schon mal etwas näher an dem Ganzen. Ja, und was ihr hier gerade seht, ich habe auch unterirdisch mal versucht, das zu verbinden. Das funktioniert. Ja, also die Leute laufen, vorhin zumindest, aktuell nutzt keiner den Weg. Ja, aber die nutzen diesen grundsätzlich. Ist jetzt gerade wenig da. Jetzt steigen einige aus. Oder hat sich das irgendwie jetzt dann doch aufgehangen? Weil definitiv sind hier Leute durchgegangen. Jetzt kommen sie ja quasi hier, das ist ja die U-Bahn-Station, also der Eingang zur Metro. Verstehe ich jetzt gerade nicht, warum sie es jetzt nicht mehr tun. Da habe ich, aber ich habe ja nichts neu gebaut, die Ebene war ja bereits da. Ja, die ist verbunden, die Ebene. Ja, weiß ich auch nicht. Weil das war ja auch die Lösung dafür, dass man quasi die Leute, die jetzt hier hochkämen, die müssten ja quasi hier rüber gehen und hierher gehen, aber vielleicht nutzen sie doch lieber den Weg. Und die Brücke geht übrigens keiner mehr. Das war jetzt der Vorteil dieser Geschichte. Aber hier sind die auch durchgegangen in das Gebiet hinein, wenn sie hier arbeiten. Naja, sei es, wie es sei. Also muss ich mir nochmal angucken, aber ihr könnt mir glauben, hier ist definitiv jemand durchgegangen. Und das waren auch nicht wenige. Warum auch immer. Ja, wie gesagt, das läuft jetzt erstmal. Was übrigens auch sehr gut läuft, ist dieser Parkplatz hier, den wir zuletzt gebaut haben. Der ist immer voll. Ne? Es fahren immer Leute rein und raus. Und hier fluppt ja auch ganz gut. Das ist schön. Allerdings die Ausfahrt hier fluppt nicht mehr so ganz. Die zeitgesteuerte Ampel ist gut. Aber hier haben wir doch zu viel Rückstau. Und deswegen denke ich mal, das liegt auch daran, die nutzen ja die drei Spuren. Aber teilweise fahren die nicht geradeaus. Und dann habe ich gedacht, warum haben wir die nicht eigentlich schon längst groß gemacht? Zack. Ah, nee, ja doch, richtig.
machen wir die doch direkt. Das geht jetzt hier nicht, weil da ist was im Weg. Da müssen wir jetzt gleich mit Move arbeiten. Na, da auch. Seht da. Da ist nämlich der Pfeiler im Weg. Zack. Ich hoffe, das reicht. Und hier ist auch ein Pfeiler im Weg. Zack. So. Move wieder aus. Das Ganze an. Hier klappt's. Da klappt's noch nicht. Da ist immer noch zu viel Pfeiler. Aber jetzt doch wohl. Ja, tschakka. So. Das bedeutet aber auch, dass wenn man solche Straßen übrigens dann vergrößert oder insgesamt verändert, wie auch immer, dann sind diese Dinger ja weg. Ja, jetzt müssen wir hier nochmal rangehen und müssen vor allem hier ja sagen, da war ja die Geschichte, dass die nur das nutzen sollen. Aber ich sehe gerade erstmal, genau, und die vor allem daher nutzen, fahren sollen. Deswegen ist das dann auch gut. Aber welche, die natürlich geradeaus wollen, die kommen natürlich jetzt auch nicht dahin. Den müsste man eigentlich sagen, ihr müsst die Spur nutzen, damit ihr geradeaus fährt. Das kreuzt sich natürlich hier aber. Oder man sagt einfach, die dürfen es nicht. Hier ist aber auch nochmal wichtig, hat sich ja auch weggeschoben, dass insgesamt drei nach rechts fahren und drei geradeaus. Dann sollte sich das gleiche übrigens, Anni, hier brauchen wir es nicht. Das gleiche auch hier. Drei nach rechts, drei geradeaus. Hier ist die Auffahrt und da ist auch, braucht es auch nicht. War also nur diese beiden Stellen. So, aber trotzdem ist hier noch ein bisschen Schwund im Spiel. Wie gesagt, das ist das Schwierige, dass die, die geradeaus wollen, nicht geradeaus kommen. Oder aber man sagt wirklich, dass die da nicht abbiegen können. Ich habe gerade noch eine andere Idee. Das ist aber auch eine Fummelei, ne? Die dürfen wirklich nicht geradeaus fahren, sondern nur so. Hab das Gefühl, dann läuft es auch direkt flüssiger, oder meine ich das nur? So, die nehmen das. Die nehmen die Spur. Und die nehmen, wenn sie rechts wollen, die Spur. So, sieht erstmal flüssiger aus, wobei wir noch einen Rückstau haben. Aber die Idee, die ich hatte, war folgende, dass wir hier noch eine Autobahnausfahrt machen. Zack. Doch nicht, zack. Jetzt aber. Mensch, jetzt. Hören wir da nicht. Kaufen Sie neues Land, haben wir schon lange getan. So, dass wir hier eine Ausfahrt hinmachen. Sind wir nicht auf der Höhe, weil ich bin ja immer noch. Jetzt sind wir auf der Höhe, oder? Zumindest sagt der es so an. Erstmal eigentlich da raus, obwohl ich noch gerne ein bisschen weiter hier rauskäme. Jetzt klappt es wieder gar nicht, weil die sollen hier andocken. Das wäre die Idee. Ja, so. Haben wir es gleich. Zack. Jetzt noch ein Stückchen rüber. Ja. Zack. Achso, das ist übrigens einspurig, aber das machen wir gleich auch noch. So. Und dann ändern wir das ab. Das ist ja nur in die Richtung. So. Jetzt würden nämlich alle, die jetzt hier wissen, sie können hier nicht rumfahren, weil das ja hier eigentlich auch gesagt wird, die können ja hier wirklich nur rausfahren, die fahren eine Weile hier raus, wie die es zum Beispiel jetzt gerade machen und stehen dann hier im Stau. Das hat sich ja auch verändert. Ja genau, das war ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier, dass wir sagen, dass die auf jeden Fall hier fahren können, frei fahren können und die hier rüber sollen, damit die denen nämlich nicht im Weg stehen. Und dann läuft es auch wieder flüssig. Außer, dass die Fußgänger gerade wieder hier rüber gehen. Wo kommen die überhaupt her? Wir haben aber auch Leute unterwegs. Das gibt's gar nicht.
Aber wie gesagt, die machen das schon so. Es gibt noch diese Beschränkung hier, dass die hinterherziehen sollen und nicht stoppen. Weiß gar nicht, ob das jetzt in dem Fall besser ist als das. Aber nö, läuft einfach flüssig. Alles gut. Also das läuft flüssig. Das läuft überhaupt nicht flüssig. Leute, jedes Mal die Problematik mit dem Verkehr. Ne? Ich will euch aber echt damit nicht langweilen, aber ich glaube, trotz alledem haben wir so ein paar Sachen sicherlich gelernt und auch richtig gemacht. Nur hier muss wieder beobachtet werden. Ich meine, 25, das hat sich übrigens nicht geändert. Ne? Die Ampel ist doch wohl noch. Ja, die ist noch. Wir haben ja auch noch hier was gemacht. Ja. Heißt also wieder, ich gucke es mir nochmal neu an, verspreche ich, und dann schauen wir mal weiter, wie es beim nächsten Mal wieder flüssig läuft. Da habe ich dann sicherlich auch mehr Ruhe zu. Wie gesagt, ich will ja auch hier keinen nerven. Machen wir mal noch ein bisschen normal weiter. Womit können wir das tun? Ich denke mal, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Industrie. Da können wir nochmal rübergehen, wie sich das entwickelt hat. Hat sich schon schön entwickelt. Dann gehen wir nämlich hier auch noch ein Stückchen weiter. Wir haben ja noch eine Kachelebene, wie auch immer, nochmal frei. Da darf ja auch noch was entstehen. Und natürlich hier an dem Rand natürlich. Das haben wir auch freigegeben oder beziehungsweise mit eingeplant. Nämlich das Ganze hier. Und dann hätten wir nämlich erstmal wieder für Industrie gesorgt. Hier sind wir zwar noch nicht rangegangen, aber vielleicht nutzen wir dieses Eckchen ja noch. Würde ich also erstmal lassen. Wenn überhaupt, natürlich nicht durchgehend. Ach komm, das können wir. Komm, das machen wir sofort. Da gehen wir nämlich jetzt nur mit einer Straße. Und zwar mit einer großen Straße. Nicht einspurig, nicht in eine Richtung. Gehen wir noch einmal hier rein. Oh, einmal. Ja, doch. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Hast du links und rechts nochmal was? Das ist eine kleine Sackgasse, aber dann haben wir das auch nochmal genutzt. Na, wenn wir das jetzt links und rechts nutzen, können wir das nämlich auch nutzen. Und dann passt das. Und dann haben die doch wirklich mal genug Industrie, Leute. Jetzt ist wieder die Frage, ob sie irgendwann nach genügend Arbeiter schreien. Aber auch dort haben wir ja Lösungen entwickelt. Und zack. Achso, da haben wir auch was denn gemacht. An so Kreuzungen habe ich übrigens vorhin gemerkt, das ist nicht immer gut. Manchmal fahren die ja direkt hier so zack rein, sage ich jetzt mal, und versperren damit auch eine Kreuzung. Ne? War das mal direkt diesbezüglich weglassen sollen. Aber auf der anderen Seite, wenn sie hier reinfahren, ist ja dasselbe. Aber vielleicht genauso eine Eckgeschichte nicht. Und wir machen das mal hier. Was ist denn da? Vierer? Muss ich erstmal sehen. Ja, ist ein Vierer. Dann machen wir das Vierer mal hier weg. Dann ist das auch weg. Und dann haben wir jetzt auch genug Möglichkeiten gelassen, um sich neu zu entwickeln. Dann kannst du ja woanders hinziehen. Und wenn es nicht gehen will, dann machen wir es. So. Bäume bringen da ja nichts. Aber jetzt haben wir auch, guck mal, jetzt ist der Balken ziemlich zurückgegangen. Also, wir haben genug Fläche zur Verfügung gestellt. Die wäre sogar mit Wasser vergeben. Hier sind mittlerweile auch wieder 33 von 35 eingezogen. Also ist schon okay und die Effizienz ist jetzt bei 120. Wie viel Rohholz haben wir? Ja, ist vernünftig. 4,4. Alles im Rahmen. Hier waren, wie gesagt, beim letzten Mal, also vorletzten Mal sozusagen, immer wieder Wünsche. Uns fehlt was. Von daher gucken wir mal weiter. Ja! So, jetzt wäre jetzt das Gewerbe wieder das, was gefordert ist. Und dadurch, dass wir unseren ja schönen Bahnhof hier hingesetzt haben, denke ich, machen wir mit Gewerbe hier weiter. Hier vorne habe ich euch ja schon mal gesagt, übrigens, wenn man überhaupt von San Francisco spricht, dann muss man doch diesen Blick hier, das ist doch San Francisco. Da, the streets of San Francisco. Was hier? Leider voll. Dann müssen die mal entleert werden. Übrigens, es wäre ein Krematorium direkt nebenan. Nur mal zur Info. Ihr braucht nicht durch die halbe Stadt düsen. Damit. Hier ist auch was, da müssen wir einmal durchgehen. Der Müll, kein Platz mehr, die ist also auch voll, muss also auch gemacht werden. Wir hatten hier doch noch eine Mülldeponie. Warte mal, wir gehen mal einfach auf den Klappmüll. Die läuft doch noch, alles gut. Dann gehen wir da einmal schnell zusammen durch. Der ist nämlich auch bei 100% voll, sonst haben wir nämlich wirklich bald ein Problem. Während der wiederum leer ist, der kann wieder normal arbeiten. Das sind jetzt Müllverbrennungen. Das habe ich gerade schon gemacht, oder? Das Gebäude leert sich, ja genau. Wenn das blinkt, dann ist das schon so eingestellt. Ja, das sollte jetzt dann auch gut sein. Und jetzt die Friedhöfe mal eben, das ist ja auch so eine Sache. Da muss man auch mal drüber gucken.
sind beide noch in Betrieb. Sind jetzt sehr viele in Betrieb. Eigentlich sind alle in Betrieb, wenn ich das gerade richtig sehe. Also keiner ist sich am Leeren. Außer den, den wir vorhin eingestellt haben. Das könnte mal zu einem Problem werden. Wenn es nämlich dann heißt, jetzt ist nur noch einer zur Verfügung und alle anderen müssen sich leeren. Da müssen wir wirklich drauf aufpassen. Ja, was hatte ich gerade gesagt? Gewerbe, genau. Achso, San Francisco, da war ich drauf gekommen. Ich würde sagen, wir machen hier noch Wohngebiet hin. Ja, und irgendwann wollten wir auch so einen kleinen Park machen. Allerdings ist der natürlich jetzt nicht so, also ein Fischerpark und sowas. Natürlich jetzt nicht so schön, dass wir hier unten die Abwassergeschichten dafür da haben. Ich meine, wir haben auch noch die andere Seite zur Verfügung. Wäre vielleicht dann sinnvoller. Ja. Wenn wir uns hier weiter um Abwasser kümmern, ist das so. Wir haben ja hier oben auch noch diese Abwasserblöcke hier, diese runden Becken. Ja, die können wir ja auch noch mehr nutzen, also noch mehr davon machen, weil irgendwann ist der Fluss auch endlich, ne? Also das ist jetzt nicht mehr so viel Möglichkeiten. Unsere Kacheln hören ja auch da auf. Das heißt, das ist das letzte Wasser, was wir so haben. Und das wäre ja schade, wenn wir jetzt hier alles voll mit Abwasser vollpumpen. Wird uns aber irgendwann, ne, sicherlich um die Ohren fliegen. Weil mehr Wasser kann man da gar nicht ziehen. Müssen wir gucken. Ja, das wollte ich einmal mit euch bequatschen und ich wollte eine andere Sache noch mit euch bequatschen. Schon seit längerem fällt mir ein. Thema Flughafen, den haben wir ja auch noch nicht. Nur wir müssen uns mal überlegen, wo machen wir den denn überhaupt hin? Ja, also wenn man mal so das ganze Geländegeschichte anzieht, wir haben hier Flachland, ja, aber das wäre natürlich auch schön für Beach und Co. Ja, wo mir noch gefallen würde, ist dieses Gebiet hier. Ist zwar auch sicherlich am Wasser, ja, aber irgendwo muss es ja hin. Und ich denke mal hier, abgesehen davon, dass da auch gleich gerade so ein Rückstau ist in der Autobahn, aber hier wäre es relativ flach, das kriegen wir gut hin. Wir haben hier die Anbindung zur Autobahn sicherlich, da können wir nochmal, ja, ein Ausfahrt, ja, wir haben die Ausfahrt. Vielleicht müssen wir die einfach nochmal uns anschauen. Da sind ja auch nur 3 Spuren, 6 Spuren draus machen. Ja, aber hier können wir zum Beispiel dann den Flughafengelände hinmachen. Ich weiß aber nicht, wie groß der wird. Ich habe den nämlich das Flughafen-DLC mir noch neu geholt. Deswegen habe ich den großen quasi noch nicht gebaut, nur den kleineren. Der war gar nicht so groß. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, die Leute dann über diese Straße, wahrscheinlich natürlich dann mit dem Kreisverkehr, dann eben hier wegzuleiten und natürlich auch eine U-Bahn hinzumachen, die wir jetzt hier noch nicht haben. Wir haben die U-Bahn, ist die gelbe hier, die führt hier bis Fishtown Center. Das sind bisher nur Schienen. Ja, das wäre mal eine Möglichkeit, mal so grob angedacht bezüglich des Flughafens, denn wir können jetzt hier alles bauen und irgendwann merken wir, es ist gar nichts Platz mehr da zur Verfügung, denn da braucht man eine größere, glatte Fläche und die hätten wir hier. Ansonsten ist unser Gebiet, auch das, was wir da noch kaufen können hier, alles, das ist schon relativ hügelig, ne? Also es wird schon spaßig werden, was wir hier noch so haben. Auch hier wird es jetzt hügeliger, ne? Hier am Flusslauf, beziehungsweise wo die Autobahn durchgeht, ist gar nicht der Fluss. Da ist es auch ein bisschen flacher, hier oben ist es schon wieder richtig hügelig. Ja, also wird insgesamt sportlich, was wir hier noch weiter beachten müssen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Aber wir waren bei Gewerbe und da ist, glaube ich, die Entscheidung klar, dass wir hier hingehen, weil wir haben ja hier den Güterbahnhof und ich glaube, das würde überhaupt nichts Negatives ausmachen, wenn wir hier noch weiter sind. Ne? Hier werden noch Arbeiter übrigens gebraucht. Und zwar Ungebildete, ja, aber auch Hochgebildete. Aber der Balken ist ja gar nicht so groß da, ne, für Wohnraum. Na, wir kümmern uns jetzt erstmal hier nochmal kurz Gewerbe. Haben wir ja auch große Straßen durchgemacht. Hier haben wir mit kleinen gearbeitet. Hier parken die wieder so viel. Also erstmal überlegen, Parkplatz. Dafür brauchen wir allerdings ein flaches Gebiet. Das haben wir ja schon mal gesehen, dass der Parkplatz oder die Autos dann in der Luft stehen. Und das hier ist alles andere als flach. Kann man nur auf einer Ebene so vielleicht arbeiten mit einem Parkplatz. Gucken wir mal, wie das ausschaut, weil wir brauchen definitiv Parkplätze und da sollten wir uns diesmal auch wirklich nicht grämen und den großen hier nehmen. Hat sich das jetzt gereimt? Ja, der macht den gerade. Das ist aber gut. Das können wir dann wieder mit Bäumchen und so, wie wir es kennen. Achso, jetzt haben wir aber nur das Ding, das hier können wir nicht mehr raus. Ne?
Nee, das wird mir jetzt nicht gefallen, direkt an der Kreuzung wieder. Aber wir können ja hier noch eine Straße hinmachen, was wir ja sowieso quasi wahrscheinlich so vorhätten, sage ich jetzt mal. Zack, das. Und dann kann man da rausgehen. Das können wir ja jetzt bedenken bei dem ganzen Spiel. Einmal so und dann wäre nämlich die Ausfahrt hierhin quasi. Ist zwar da auch relativ nah dran, aber ich denke mal, und wenn es jetzt hier runter geht, ist das nicht so schlimm. Ne? Also die können ja hier, da können sie ja hochfahren. Das ist ja nicht das Ding. Ja, dann können wir hier mitten rein noch Gewerbe machen. Das geben wir auch mal direkt frei, damit die jetzt endlich mal arbeiten können. Danach müssen wir mal gucken, ob wir da das Wasser hingelegt haben. Und ja, hier müssen wir natürlich nur eine Straße durchmachen. Wird wahrscheinlich jetzt aber auch nur noch eine passen. Ja, dann ist es halt so. So. Was war da jetzt für eine Verbindungsgeschichte? Habt ihr da eine Buslinie kaputt gemacht? Nee, ne? Ach so, da war doch da. Könnte sein. Warte mal. Stopp, weil da war eine Bushaltestelle, glaube ich. Deswegen, da hat doch irgendwas verbindungstechnisch aufgeploppt. Ja, aber die. Ach so, die hat er dann hierhin gemacht, oder? Ach so, der hinten ist er eh schon durchgefahren. Nee, alles gut. Sie ist noch da. Und wenn wir hier drauf gehen, dann steht ja hier, glaube ich, in dem Fall. Oder irgendwo steht dann so ein blinkendes Verbindungsding, dass da was fehlt. Alles gut. Dann gehen wir noch rein und machen hier auch noch Gewerbe hin. Ja, dann machen wir nur 3x3, oder? Sehr schön aus. Fände ich zumindest. Das ist aber hier nicht möglich. Das ist nicht die gleiche Entfernung, ne? Ne, ist es nicht. Dann gehen wir die hier weg. Und machen die so. Trotzdem zwei dazwischen. War richtig gedacht. So, und jetzt. Hier können wir wieder bis zum Ende gehen und dann habt ihr erstmal Gewerbe genug. Wir können den. Ach ja, Wasser. Wasser, Elektrizität sollte sich stellen, aber Wasser nicht. Dann machen wir den Parkplatz noch eben fertig, damit da auch Leute parken können. So wird das ja nichts, ne? Ja, da ist ja die Frage, aber wenn jetzt hier Gewerbe hinkommt, würde ich jetzt eher hier die Parkplätze hinmachen. Für die eingeschränkte Geschichte und hier für die Stromgeschichte. Machen wir auch hier hin. So, und der Rest wird aber normali. Und dann werden das hier hinten auch noch. Das sind richtig viele. Da ist die Frage, ob die das auch wirklich so nutzen. So. Aber hier hätten wir noch. Ja, der Rest darf bleiben. So. Dann hätten wir das. Aber hier muss natürlich auch erstmal muss hier überhaupt das sich weiterentwickeln. Der Strom ist jetzt auch kein Thema mehr. Und dann müssen wir natürlich sagen, dass die hier nicht parken dürfen. Dann haben wir es, glaube ich, wieder von uns aus damit erledigt. Zack, 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 zack. Das muss aber auch alles, ne? Ich meine, die sind schon wieder schon drauf. Ich sehe das. Aber einige versuchen dann zum Beispiel diese Straßen hier zu nehmen. Habe ich auch gesehen. Und hier sowieso nicht. Absolut parkfreies Gebiet. Dafür ist der Parkplatz. Wir brauchen sicherlich noch ein paar Gänge, damit die Leute da nochmal hier durchkommen, zum Beispiel.
Aber das sind so Feinheiten, die mache ich dann gleich. Grundsätzlich denke ich, kann sich das neue Gebiet sehen lassen. Jetzt auch ruckzuck wieder der Balken weg, ne? Also sprich der Balken für Gewerbe. Ist dann erstmal genug. Eigentlich wollte ich ja hier anfangen. Egal, jetzt ist es da passiert. Wollte eigentlich nur den Parkplatz da hinsetzen. Und da muss natürlich auch noch Parkverbot, aber allerdringendsten. Den Rest, wie gesagt, mache ich dann allein, 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 allein. So, das ist gut. Dann ist das schön. Dann denke ich, haben wir das auch gut hingekriegt und es kann sich weiterentwickeln. Wir gucken noch mal ganz schnell. Ach, guck mal, jetzt sind wieder die Arbeiter gefordert. Bedeutet also, wir brauchen wirklich wieder Wohnraum. Der Balken ist nicht groß, aber trotzdem fehlen uns Arbeiter. Das Gebiet übrigens, das wollte ich auch noch ganz kurz zeigen, dass da diese Wasserbeschränkungen hat, hat übrigens oder verursacht, wo war das? Hier. Verursacht knapp 500 € Kosten dadurch, dass die Wasser sparen. Aber jetzt werden die natürlich nicht die Welt an Wasser sparen, was uns benötigt. Guck mal hier, unser Kreisverkehr hat sich dann doch erledigt. Musste sich nur ein bisschen zurückarbeiten sozusagen. Das Ganze erstmal abstauen. Aber insgesamt haben wir einen flüssigen Verkehr. Sehr, sehr cool. Gut, aber es gibt weiterhin so viel zu tun, deswegen bleibt dabei. Ich sage danke fürs Zuschauen, bleibt gesund vor allem auch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, macht's gut, ciao, ciao.